herzlich willkommen zu einem neuen Made by Jumps. Meine Freude ist groß und dreifach. Erstens bin ich endlich wieder einmal mit Lorenz Manni unterwegs, meinem persönlichen Experten für schweizerische Festungsbauten. Und zweitens handelt es sich in diesem Film um ein kleineres Projekt, das nach den letzten paar großen Dingen auch mal schön ist. Und drittens freue ich mich auf Sie, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen. Es ist immer wieder schön und auch erstaunlich, dieses Interesse, das mir in diesen Filmen entgegengebracht wird. Auch die vielen freundlichen Kommentare und Anregungen sind ein weiterer Grund zur Freude. Also vielen Dank. Und los geht's. Wir sind wieder einmal unterwegs auf Spurensuche nach der wehrhaften Schweiz des letzten Jahrhunderts und befinden uns diesmal auf dem Sustenpass. Dieser verbindet den Kanton Uri mit dem Kanton Bern mit Hilfe einer 45 Kilometer langen Passstraße. An der Westrampe, also noch auf der Berner Seite, steigt diese neben dem wunderschönen Steingletscher mit einer Steigung von immerhin 9% in die Höhe. Bilder aus den 50er Jahren zeigen noch, wie die Gletscherzunge damals noch bis zum Steinsee reichte. Das gehört leider der Geschichte an. Andererseits muss hier auch gesagt werden, dass archäologische Funde wie zum Beispiel der Stamm einer Zirbelkiefer beweisen, dass der Pass in vorgeschichtlicher Zeit zeitweise auch gletscherfrei war. Wir sind hier, weil dieser Pass aus folgenden historischen Fakten interessant für uns ist. Erstens wurde die Passstraße während dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Zweitens wurde diese ursprünglich nur für militärische Zwecke gebaut. Und drittens gibt dieser Pass einige Rätsel auf, die uns reizen, sie zu lösen. Lust auf ein Beispiel? Bitte. Obwohl die Passstraße nach dem Krieg im Jahre 1946 auch für die Zivilbevölkerung geöffnet wurde, finden wir auf den Luftbildern, die mit Hilfe der Amerikaner im selben Jahr von diesem Gebiet gemacht wurden, nur ein schwarzes Loch. Warum? Nur ein technischer Unfall? Warum berichtet die Schweizer Filmwochenschau nichts über die zivile Einweihung der Passstraße? Sonst wurden doch solche Themen gerne vom Kino der geistigen Landesverteidigung aufgenommen. Das Einzige, was im Archiv zu finden ist, ist ein nichtssagender Bericht über den Internationalen Militärärztekongress von 1947. Dieser wurde unter anderem auch auf dem Sustenpass durchgeführt. Interessant ist höchstens die folgende Verknüpfung. Als Kongresslokal diente die alte Militärgebirgsunterkunft aus dem Jahre 1945. Ihre Größe zeugt noch heute von einer starken militärischen Aktivität, die während dem Zweiten Weltkrieg hier oben geherrscht hatte. Was ist heute davon noch übrig? Was finden wir, wenn wir es wagen, unter dieses schwarze Tuch zu schauen? Gibt es ein vergessenes Geheimnis, welches diesen Pass noch heute umgibt? Finden Sie es mit uns zusammen heraus. Schön, dass Sie auf dieser Entdeckungsreise dabei sind.
Das erste Rätsel, das wir angehen wollen, gibt uns diese Straßentunnel auf. Er befindet sich genau auf dem Passscheitel auf 2259 Meter über dem Meer. Experten meinen, dass der Aufwand des Baues hier in dieser Bergstruktur gar nicht nötig gewesen sei. Wozu also diese Tunnel? Die Lösung dieses Rätsels liegt in der Tatsache, dass wir es auch hier mit einem Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Seine Funktion war ein Schutzbunker für Fahrzeuge. Er sollte eine Militärfahrzeugkolonne unter feindlichem Feuer Deckung bieten können. Doch wer hier noch Spuren aus dieser Zeit finden will, muss wirklich gut hinschauen. Der einzige verräterische Hinweis bietet eine verschlossene Nische, die eine Panzertüre versteckt und auf ein militärisches Kampfwerk aus dieser Zeit hinweist. Da wir aber nicht hineinkommen, versuchen wir außerhalb des Tunnels an diese Stelle zu gelangen, wo wir im Tunnel die Stahltüre vermuten. Ah, interessant. Ein künstlicher Felsen von der Marke Swiss Made Tarnkunst. Die Schartendeckel verraten uns einen in den Tunnel integrierten Infanteriebunker. Aufgrund von Plänen wissen wir, was uns hinter den verschlossenen Mauern in etwa erwarten würde. Die beiden Scharten für den Beobachter und ein Maschinengewehr 11 zielen auf die alte Passstraße oder besser gesagt auf den alten Säumerweg. Somit wurde während dem Bau der damals neuen Militärstraße die alte Passstraße mit sogenannten permanenten Anlagen gesperrt. Ihr Bau begann im Jahre 1943. Der Saumweg selber erhielt aber schon seit dem Jahre 1935 Objekte, die dem Schutz dienen sollten. Ein solches Objekt finden wir, als wir uns auf die Suche nach dem Gegenweg machen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum sich für etwas begeistern, das man nicht kennt. Passen Sie auf! Ein Sperrportal für ein Schienenhindernis. Nicht wie üblich mit einer Steck-, sondern mit einer Schiebevorrichtung. 7 Eisenbahnschienen, die mit Hilfe von mehreren Männern und bestimmten Werkzeugen ausgefahren werden konnten. Normalerweise würden wir hier von einem Panzerhindernis sprechen. Dafür war aber der Säumerweg wirklich zu schmal und auch zu steil. An welche Bedrohung wurde hier gedacht, als diese Vorrichtung gebaut wurde? Wir diskutieren auf unserer Wanderung noch lange über diese Frage. Wir gelangen zum Infanteriewerk Ost A und haben Glück, er ist offen. Auch hier hatte sich das klassische BBB-Muster etabliert. Einen Gefechtsstand für die Panzerabwehrkanone,
einen weiteren für das Maschinengewehr. Seite Westgurt, DC, ein Schuss! Und dazwischen den Raum mit der Beobachterscharte für den Kommandanten. Wir alle lernen damit, euch selber überwinden. Wir härten unseren Willen und werden das, was man unter Soldat versteht. Soldat sein aber heisst, um ein höheres sich selber zu geben. Wenn ich so etwas höre, wird mir wieder bewusst, wie anders diese Zeit, aber auch unsere Kultur war. Die Sperre wurde als einfach und kompakt eingestuft, was dieser Bau sichtbar bestätigt. Normalerweise hätte ein Werk mit dieser Bewaffnung 2 Stockwerke. Interessant ist auch, dass der Sustenpass in beide Richtungen Sperrstellen unterhielt. Diese hier auf der Urner Seite rechnete mit einem Angriff aus Mussolinis Italien. Die Sperrstelle auf der Seite der Berner wurde für einen Angriff aus dem Dritten Reich eingerichtet. Die Infanteriewerke sind heute von der Passstraße gut zu sehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese ursprünglich auch eine Tarnung aufwiesen. Ursprünglich sperrten sie ebenso den alten Säumerweg. Bei diesen Anlagen haben wir auch das Glück, hineingelangen zu können. In solchen Löchern versuche ich mir vorzustellen, wie es den stationierten Soldaten erging. Wie war das Lebensgefühl? Worin bestand der Inhalt der Unterhaltungen? Wie groß war wirklich die Furcht vor einem Angriff? Die Sustenstellung musste im Zweiten Weltkrieg auch einen verbunkerten Kommandoposten besessen haben. Aus Archivunterlagen wissen wir, dass diese sich unmittelbar hinter dem Hotel Steingletscher befinden muss. Obwohl dieses Hotel alles andere als mit seiner Geschichte prahlt, könnte es dies aber tun. Auf einem Bild, das noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammt, können wir erkennen, dass schon damals der Säumerweg bis zu diesem Hotel relativ gut ausgebaut war. Die Eröffnung der Passstraße im Jahre 1946 bescherte dem Hotel ein goldenes Zeitalter.
besuchen den Eingang des Kommandopostens und stoßen zuerst auf eine Baracke, die von der Konstruktion her stark an ein sogenanntes Nomadenhaus erinnert. Wir sprechen von einem Magazin für die mobilen Elemente einer Panzersperre und das dazugehörige Werkzeug. Was wir aber hier vorfinden, ist ein militärischer Motorenraum aus den 50ern. Vielleicht hat ja ein Zuschauer eine Idee, wofür dieses Gerät eingesetzt wurde. Die Kaverne des Kommandopostens weist eine dafür typische Panzertüre auf. Doch wurden die Räume während dem Kalten Krieg völlig entkernt und umgebaut. Am Schluss diente die Anlage noch als Munitionslager für Wiederholungskurstruppen. Das Einzige, was noch wirklich an die alte Funktion erinnert, ist der Notausgang. Stefan ist jetzt hier die Leiter hoch. 20 Meter ist dieser Steigschacht über die Leiter hoch zum Notausgang. Ich habe jetzt ihm das Privileg überlassen und geschaut, dass er raufgeht und nicht ich muss. Aber ich glaube, es hat ihn ziemlich geschafft. He? Ich glaube, das war die längste Leiter, die ich hier bestiegen habe. Echt krass. Wir brennen die Hände jetzt von der Kälte auch. Ja, schön waschen nachher, bevor essen. Bleiben wir doch noch etwas bei der Munition. Während dem Zweiten Weltkrieg hatte die Schweizer Bevölkerung einen wirklich interessanten Bezug zur Munition. Der aufwendig produzierte Film Pulver ist seltsamerweise auch der schönste Film des Schweizerischen Armeefilmdienstes während dem Zweiten Weltkrieg. Wir begleiten diese Arbeiter zu ihrem aufopfernden Tagewerk in eine Pulverfabrik, um hier die wichtigsten Phasen der Herstellung von Schießpulver zu verfolgen. Der Hauptrohstoff bildet die krepppapierähnliche Zellulose. In der elektrischen Trockenkammer ist ihnen alle Feuchtigkeit entzogen worden. Exaktes Schaffen und ständige Kontrollen sind wesentliche Voraussetzungen in einem für die Landesverteidigung so wichtigen, zugleich aber auch gefährlichen Betrieb. In luftdichten Kesseln kommen die noch warmen Flocken in den Kühlraum. Erst dann erfolgt ihre chemische Behandlung mit Säuren. Prozess bildet das sogenannte Nitrieren der Zellulose mit einer Säuremischung, die in Zentrifugen einläuft. Die überschüssige Säure wird abgesogen. Die nachfolgenden Arbeiten sind recht gefährlich. Während der Zeit des Ausschleuderns der Säurereste müssen sich die Nitröre von den Zentrifugen fernhalten. Zur Verminderung der Gefahren werden viele Arbeiten nicht maschinell ausgeführt. So auch das Ausgabeln der Nitrocellulose, die in diesem Zustand selbst entzündlich ist. Soldat an der Grenze, so erfüllt auch der Arbeiter im Hinterland treu seine oft nicht minder gefährliche Pflicht für unsere Landesverteidigung. Ich möchte noch über ein Ereignis sprechen, das sich am 2. November 1992 am Steingletscher ereignete. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Der Sustenpass hatte eine militärische Tradition, die sich im Stillen bewegte.
Der Bericht aus der Schweizerischen Filmwochenschau von 1957 war das Einzige, was während dem Kalten Krieg die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Sustenpass lenkte. «1987 wurde die Öffentlichkeit zum ersten Mal über eine militärische Anlage informiert, die schon seit 3 Jahren existierte. Eine Anlage, die sich am Sustenpass befindet und für den Abbau von Munitionsbeständen eingerichtet wurde. In einem Magazinbunker lagerte das gefährliche Material in 2 Lagerstollen.» Jedes Jahr im Spätherbst findet im Sustengebiet während 3 bis 4 Wochen eine Vernichtungsaktion statt. Material, das nicht zur Wiederverwendung aufbereitet werden kann, wird durch Sprengen vernichtet. Am 2. November 1992 geriet die bisher kaum wahrgenommene Aktivität des Militärs am Sustenpass mit einem großen Knall ins Licht der Öffentlichkeit. Es kam zur Katastrophe. Bei der letzten Sprengung an diesem Tag wollten die Angestellten neben der zu vernichtenden Munition auch Feuerwerkskörper beimischen. Dies war an Besuchstagen wie diesem offenbar üblich. Die Feuerwerkskörper lagerten direkt neben den wegen Rissen in der Hülle ausgemusterten Startraketen für die Bloodhound-Flap-Raketen. Bei der Entnahme einer Palette gefüllt mit diversen Feuerwerkartikeln musste es zu einem Zwischenfall gekommen sein. Der dadurch ausgelöste Primärbrand übertrug sich auf die direkt anliegenden Startraketen der Bloodhounds. Die gelagerten rund 800 Tonnen Munition explodierten und zerstörten die gesamte Anlage. Der durch die Wucht der Explosion ausgelöste Bergsturz verschüttete die 6 Personen, die sich in der Anlage befanden. Obwohl das Brandermittlungsteam der Kantonspolizei Bern bei ihren Nachforschungen die Unfallursache klären konnte, heißt es bis zum heutigen Tag, die Unfallursache wurde nie geklärt. Warum? Das Bloodhound-Fliegerabwehrsystem war noch bis ins Jahr 1999 als hochgeheim eingestuft. Deswegen durfte zum damaligen Zeitpunkt der Ermittlungsbericht nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Somit sind wir im Kalten Krieg angekommen. Die Bloodhound-Raketen sind für mich der Inbegriff der Schweiz im Kalten Krieg. Ruhe bitte! Was heißt Luftverteidigung? Ich werde Sie nun kurz über das Konzept unserer Luftverteidigung orientieren. Sie sehen zu diesem Zweck einen kurzen Film. Und zwar einer vom Schweizer Armeefilmdienst. Ich liebe dieses alte Zeugs. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun die frisierte und limitierte Made by Chance Edition. In der Zeit des Kalten Krieges errichtete die Schweizer Luftwaffe ein streng geheimes Fliegerabwehrsystem, genannt BL-64. Standby! Gut, Lampen 7 und 8. Check, Select, auf Check. Gut. Zu diesem Zweck kaufte die Schweizer Armee in England sogenannte Bloodhound-Bodenluftabwehranlagen. Zur Feuereinheit gehören
Die Einsatzstelle, das Beleuchtungsradar, zwei Werfergruppen mit je vier Werfern und Lenkwaffen, eine Stromversorgungsanlage, Lenkwaffenmagazine und Ladefahrzeuge, die Kontrollstelle und die nötigen Übermittlungseinrichtungen. Soweit die Theorie, jetzt zur Praxis. Anfangs der 80er Jahre wies der Hersteller der Bloodhounds die Schweizer Luftwaffe auf allfällige Risse in der Außenhülle der Treiberraketen hin. Daraufhin tauschte man diese aus. Die ausgemusterten 280 Treiberraketen wurden erst auf einem Armeeflugplatz zwischengelagert und später ins Sustengebiet verfrachtet, wo sie in einem der beiden Lagerstollen deponiert wurden. Da man noch nicht genau wusste, wie man die Treiberraketen am besten vernichten sollte, lagerte man das hochgeheime Material am Steingletscher ein. Was nicht restlos geklärt werden konnte, ist die Frage, was geschah, als der Stapelfahrer die Palette mit dem Feuerwerk entnehmen wollte. Es könnte eine Störung am Stapel vorgefallen sein. Auch ein gesundheitliches Problem beim Fahrer wäre eine mögliche Ursache. Wir werden es nie erfahren. Das System BL64 wurde erst im Jahre 2001 ausgemustert. Nachdem wir es gewagt haben, das schwarze Tuch über den Sustenpass aus den 40er Jahren zu lüften, bleibt nur noch eine Frage offen. Was ist noch übrig von unserer wehrhaften Schweiz? Durch dieses Lüften wurde klar, dass die Schweiz bereit war, sich gleichzeitig gegen zwei Mächte, nämlich Hitlers Drittes Reich und Mussolinis Fascho-Italien, zu wehren. Später sogar auch gegen die Übermacht der UdSSR. Der große Knall am Steingletscher beendete den Kalten Krieg am Sustenpass. Was werden wohl die Menschen erzählen, die in 100 Jahren eine Doku über unsere heutige Schweiz drehen werden? Gehören wir noch zu dieser Kategorie der wehrhaften Schweiz? Persönlich glaube ich nicht nur an die Notwendigkeit und an die Pflicht, sondern auch an die wirksame Möglichkeit, uns zu verteidigen. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Feindliche Luftangriffe gegen unser Land müssen rechtzeitig und wirksam abgewehrt werden. Alle Lenkwaffenständige sofort auf höchste Bereitschaft. Unsere Luftverteidigungsmittel sind für den Einsatz bereit. Wie viele Lenkwaffenständige sind einsatzbereit? Und wie viele Jäger haben wir zur Verfügung? Der Chef Luftverteidigung setzt BL-64 Feuereinheiten ein.
Im Kreis links das Ziel, ein feindliches Flugzeug. Von der Einsatzzentrale links im Bild erhält eine BL-64 Feuereinheit, rechte Bildhälfte, dieses Ziel zur Bekämpfung zugewiesen. Es werden höchste Bereitschaft und die Betriebsart befohlen. Turra-Stufe 4 erreicht. Turra-Zuweisung. Approach. Approach, Scan 2. 2. Azimut 256. 256. Elevation 6. 6. Range 79. 79. Azimut 255. 255, Elevation 6, 6, Range 78, 78. Die Antennen strahlen elektromagnetische Energie in die befohlene Richtung. Sie suchen das Ziel und erfassen es. Im Radargerät wird der Zielerfassungsablauf dargestellt. Das empfangene Zielecho wird auf seine Echtheit geprüft. Die vom Radar ermittelten Zieldaten gelangen ohne Zeitverzug in die Einsatzstelle, wo der Rechner den Treffpunkt bestimmt, die Lenkwaffen vorbereitet und in die Abschussrichtung steuert. 255. Ein letzter Vergleich zeigt, das richtige Ziel ist erfasst. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist gut. 6, Range 78, Heading 90. Turra richtig. Alle Bedingungen für den Lenkwaffeneinsatz sind erfüllt. Verstanden, bekämpfen. Das Feuer ist frei. Flugzeit 64 Sekunden. Die Startraketen lösen sich von der Lenkwaffe. Lenkwaffe am Werfer A1 abführen. Nachladen, Werfer 1, Warteplatz annahmen. Noch 30 Sekunden bis zum Treffpunkt. Noch 19 Sekunden. Lenkwaffe im Radarstrahl. In Zielnähe. Turra Treffer, Azimut 246, Range 49. Turra Treffer, Turra Einsatz beendet.